Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Jens Raab und ihr seid richtig hier bei Optionsstrategien TV. Und heute möchte ich mit euch einen kleinen Praxistipp teilen, nämlich zum Thema Gamma. Und was es mit diesem Grieche, mit dem Gamma auf sich hat und auf was ihr da in der Praxis achten müsst, das gibt's jetzt im Video. Ihr wisst, dass Gamma oder überhaupt die Griechen, das sind ja so ja doch etwas diffizile Kennziffern, die man als Optionshändler braucht, aber die viele ja gar nicht so gerne in die Hand nehmen oder in den Mund nehmen. Ja, Gamma, Delta und so weiter, das klingt immer alles so kompliziert. Und ihr wisst, wenn man erfolgreich im Optionshandel sein möchte, dann muss man das gar nicht so kompliziert machen. Gamma, das ist ja so etwas, da hört man immer die Begriffe Gamma-Sensitivität. Das hat irgendwas mit Laufzeit zu tun, aber was steckt eigentlich dahinter? Und ich will euch das heute mal an einem aktuellen Beispiel zeigen, worauf ihr da achten müsst und was es eigentlich bedeutet. Das Wort Gamma drückt ja eigentlich aus, wie sehr sich das Delta verändert, wenn sich das Underlying im Preis verändert. Kompliziert, oder? Und deswegen merkt euch einfach den folgenden Begriff, nämlich sagt einfach, das Gamma ist die Beschleunigung der Option. Das heißt, das Delta sagt aus die Geschwindigkeit, wie schnell bewegt sich die Option. Das Gamma hilft euch aber zu erkennen, wie schnell beschleunigt diese Option. Wie schnell kann sich der Preis verändern? Zumindest ist akademisch wieder nicht korrekt, aber Praxistauglichkeit. Und ich will euch das mal an einem kleinen Beispiel demonstrieren, was wir in dieser Woche sehen konnten. Nämlich, ihr seht hier den Chart des VIX, also des Volatilitätsindexes. Und der hat sich hier an dem einen Tag nahezu 22% verändert. Also der ist innerhalb von einem Tag um 22% angestiegen, zumindest am Hochpunkt des Tages. Danach fiel er dann wieder zurück. So, viele von euch handeln ja genau wie ich Optionen auf den VIX, also den Volatilitäts-ETF, den es ja gibt. Und da seht ihr hier der gleiche Tag, auch hier der Chart dazu, der ist an diesem Tag nur in Anführungszeichen um 7% angestiegen. Naja, 7% ein Anstieg, das ist immerhin etwas. Und da wir ja aus einer relativ niedrigen Volatilität kommen, könnt ihr euch vorstellen, dass das schon Auswirkungen auf die Optionen hatte. Und als wir das gesehen haben, da haben wir uns, wir saßen ja live vor den Rechnern, haben wir gesehen, oh, guck mal hier, wie sich die Optionen verändern. Und ihr könnt das immer noch ein bisschen nachvollziehen, und zwar anhand der nachfolgenden Bilder. Das erste Bild, was ich euch zeige, das sind Call-Optionen. Und zwar Call-Optionen auf den VIX. Und zwar alles Optionen out of the money, also oberhalb des aktuellen Preises. Und das hier, das erste Bild, das sind Optionen mit einer Restlaufzeit von 4 Tagen. Also sehr, sehr kurz laufende Optionen. Und da seht ihr, dass diese Optionen, wenn ihr auf dieses rot eingekästelte oder auf den rot eingekästelten Teil achtet, den ich euch hier gemacht habe, da seht ihr, dass sich diese Optionen an dem Tag um zwischen 60% und 100% verteuert haben. Also ein Anstieg zwischen 60% und 100%. Hättet ihr das Ganze intraday verfolgt, dann hättet ihr sehen können, dass sich diese Optionen teilweise 300-400% verteuert haben. Natürlich von einer sehr, sehr niedrigen Basis aus. Die Optionen waren ja nicht mehr sehr viel wert, aber sie haben sich eben extrem stark verteuert, obwohl der VIX ja nur in Anführungszeichen um 7% angestiegen ist. So. Was passiert eigentlich mit den gleichen Optionen auf den gleichen Basiswert, wenn die Laufzeit länger ist, also das Gamma geringer ist? Denn das Gamma, und darum geht es ja heute, wird immer größer, je kürzer die Restlaufzeit ist. Schauen wir uns mal Optionen an mit einer Restlaufzeit von 44 Tagen. Nein, Entschuldigung, 46 Tagen. Es waren 46 Tage. Und da seht ihr auch hier wieder rot gekennzeichnet, auch diese Call-Optionen haben sich natürlich im Preis verteuert, aber das waren eben dann nur noch, anstatt 60% bis 100%, waren es nur so 25% bis 30%. Also deutlich, deutlich weniger. Das heißt, die Beschleunigung, die wir hier gesehen haben in den Optionen, war wesentlich geringer als bei denen mit den 4 Tagen Restlaufzeit. So, und jetzt machen wir das Ganze natürlich noch mal ein bisschen länger. Und zwar gehen wir jetzt auf Optionen mit einer Restlaufzeit von fast einem Jahr, 354 Tage. Auch hier wieder das Bild dazu. Und ihr seht,
dass hier jetzt diese Optionen natürlich auch angestiegen sind, aber eben nur zwischen 7 und 8%. Und das heißt also, hier kann man sehr, sehr schön diesen Begriff Gamma-Sensitivität beobachten. Denn das heißt im Grunde genommen nichts anderes als, je kürzer die Restlaufzeit einer Option ist, umso schneller reagiert sie auf Veränderungen. Und das kann ja eine sehr, sehr positive Sache sein, denn stellt euch vor, ihr verkauft sehr kurz laufende Optionen. Was haben die auf jeden Fall? Einen extrem hohen Zeitwertverfall. Und wenn dann noch der Preis in eure Richtung geht, also ihr habt zum Beispiel Call-Optionen verkauft und jetzt fällt das Underlying, dann ist natürlich klar, dass die Optionen dann extrem schnell zusammenbrechen. Also das heißt, dass sie dann sehr, sehr schnell wertlos werden. Ihr habt aber auch in dem ersten Bild hier gesehen, dass wenn es eben mal in die andere Richtung geht, also ihr hättet jetzt Calls verkauft und jetzt schießt der Preis plötzlich mal nach oben, dass dann solche Optionen sich eben auch sehr, sehr schnell verdoppeln, verdreifachen, vervierfachen können. Nun ist das jetzt hier in dem Fall nicht so das allzu große Problem, wenn eine Option von $5 auf $20 oder $30 geht. Das ist ja immer noch nicht viel. Ihr müsst aber Folgendes bedenken. Viele Händler sagen, okay, ich verkaufe nur kurzlaufende Optionen, weil ja da der Zeitwertverlust so groß ist. Wenn du auch eine vernünftige Prämieneinnahme haben willst und du weißt, du kriegst ja nicht mehr so viel, weil es ist auch nicht mehr viel Zeitwert da, musst du zwei Dinge machen. Erstens, du musst näher an den Preis herangehen. Und zweitens, um eine adäquate Prämie zu haben, weil du kriegst ja kaum noch Zeitwert, musst du eben mehrere Optionen verkaufen. Ne? Also wenn du jetzt mal als Beispiel sagst, so eine langlaufende Option kostet eben $100 und so eine kurzlaufende kostet eben nur $20, ja, dann musst du eben, um die gleiche Prämieneinnahme zu haben, 5 dieser Optionen verkaufen. So, dann hast du die gleiche Prämieneinnahme und wenn jetzt der Preis stabil bleibt oder fällt, oder sich in deine Richtung verändert und vielleicht sogar noch die Volatilität zurückgeht, dann hast du natürlich mit den kurzlaufenden Optionen sehr viel schneller Geld verdient, weil dann arbeitet dieses Gamma für dich. Aber wenn es eben jetzt mal in die andere Richtung geht, so wie hier in dem Beispiel, ne, dann hast du eben auch sehr schnell, während vielleicht diese langlaufende Option, die $100 kostet, die kostet dann plötzlich vielleicht $110, also was, wo du sagst, okay, was soll es, 110, kein Problem, wohingegen die 5 à $20 verkauften Optionen jetzt vielleicht $200 oder $300 in der Gesamtheit kosten, ne? Wo du also schon ein Problem bekommst und dann adjustieren musst, rollen musst, wenn es dann überhaupt noch möglich ist. Und deswegen, merk dir einfach Folgendes, wenn du kurzlaufende Optionen verkaufst, wird dieses Gamma, kann, muss nicht, aber kann sehr schnell für, aber auch gegen dich arbeiten. Und deswegen solltest du Optionen, das ist mein persönlicher Tipp, nicht zwingend bis zum Verfall halten. Und selbst wenn du manchmal so eine Situation hast, wo du sagst, wir haben das jetzt im Coaching gerade besprochen, da haben wir eine Position, ich glaube in Baumwolle, da liegen wir, ich glaube 70% oder 65% im Plus. Jetzt hat die bloß noch 10 Tage Restlaufzeit. Jetzt können wir sagen, ach komm, lassen wir die einfach auslaufen. Ne? Aber hier ist es vielleicht in so einer Situation besser zu sagen, ich will gar nicht bis zum Ende gehen, weil jeden Tag das Risiko steigt, kommt irgendeine externe Meldung, der Preis schießt gegen uns und plötzlich werden aus unseren 60% Gewinn 50% Minus. Also das, deswegen dann lieber sagen, raus aus der Option, lieber was Neues machen, längerfristiges, wenn der Trade noch überzeugend ist, anstatt zu sagen, ich bleibe bis zum letzten Tag drin. Okay? Das war so ein kleiner Praxistipp zum Thema Gamma. Ganz, ganz wichtiger Punkt, habe ich früher nicht so sehr beachtet und hat mich dann auch ein paar Mal Geld gekostet und dann habe ich es gelernt und das sollt ihr euch ersparen. Also lasst mich euren Verlust gemacht haben und lernt das einfach von dem, was ich euch versuche näher zu bringen. Und ihr seht, Optionshandel ist eine relativ simple Geschichte. Man muss das nicht immer so korrekt wissenschaftlich machen. Da gibt es genügend, die das tun. Aber wir wollen ja Geld verdienen an der Börse und nicht die Allerschlauesten sein. In diesem Sinne bin ich sehr gespannt auf eure Kommentare, auf eure Meinungen. Wenn ihr Fragen habt, auch zu den anderen Kennziffern, die es noch gibt, ne, Vega, Theta und so weiter, schreibt mir das mit in die Kommentare hinein. Und dann sehen wir uns wieder im nächsten Video. Bis dahin wünsche ich euch viel Erfolg an der Börse. Bis zum nächsten Mal. Servus, macht's gut. Bye, bye.